Klasse B, 180 bei uns. Da gibt es zwei Plätze für uns, einen mit 234, Killer B. Und der erste, könnt ihr es lesen? Schwierig, oder? Ich nehme mal die Maus weg. 165. Aber erst einmal, hallo allerseits und willkommen zurück bei Wreckfest. Siege mit mindestens 50 Metern Vorsprung. Das erinnert mich an den Pizzawagen. Gegen die vielen Bosse. Das muss ich auch irgendwann noch machen. Aber jetzt bin ich erstmal froh, auf den schönen vier Rädern zu fahren. Schieben einfach mal kräftig mit. Unser Wagen ist noch komplett ganz. Abgesehen von ein paar schiefen Stoßstangen und Blechschäden. Platz 8 ist noch gut. Hau ab. Hau ab, habe ich gesagt. Ey, jetzt mogelt er sich davon. Andreas ist wieder erst. Das ist doch so kacke. Kein Gewicht, ab in die Mauer. Na, freut sich der hinter uns Fahrende. Jetzt haben wir ein Auto vor uns, was noch breiter ist als der andere. Toll. So einer schmalen Strecke. Coole Schikane. Überhaupt auch eine sehr einfache Strecke, aber auch sehr toll. Gibt keine Strecke, die ich hier kacke finde. Die haben alle etwas. Dübelt wer an uns rein? Nein. Aber gleich vorbei. Ist das der von vorhin? Na, wir sind weiter in Achter. Die Kurve bekomme ich immer am ehesten, am kacksten. Nein. Was ist das? Ach, der mit dem hohen Fahrwerk wieder. Hoho. Das war, glaube ich, der, der vor uns am Hügel herumgeeiert ist. Schon die letzte Runde. Ich komme nicht weiter nach vorne, wie es scheint. Der Andreas ist nicht mehr Erster. Womöglich ist er Zweiter. Die behaken sich aber nicht stark genug. Hat auch ein cooles Auto. Der da vor uns, der leider noch Sechster wird. Gucken, wo der ins Ziel gekommen ist. Der Hauptkonkurrent als Zweiter. Fand's nochmal. Ich könnte auch mal etwas Geld in den Wagen stecken. Ich könnte auch mal weiter vorne starten. Darf ich nicht, oder? Hier abkürzen? Ja, dachte ich mir schon. Ich wollte es auch mal ausprobiert haben. Ich will ja alles versuchen. Der Grüne kommt verdammt gut weg. Der rechts neben uns. Hier gibt ihr da einfach bloß Vollgas und man bremst sich gegenseitig ab. So scheint es mir. So, 9. ist jetzt auch noch nicht so prickelnd, aber viel weiter kommt man wohl nicht nach vorne. Wobei im ersten Anlauf lief es ja nicht verkehrt. Jetzt haben wir eine riesen Kolonne vor uns, da kann ich mich jetzt schön reinbremsen, ohne nach außen zu ballern. Wenn ich ganz viel Pech habe, finde ich da noch eine Lücke. Aber jetzt sind wir Vierter. Fünfter. Das ist meine Schwachstelle hier, diese Kurve. Diesmal ganz gut bekommen. Der Andreas ist nicht unter den Besten hier. Oh, ist nicht an der Wand hängen bleiben. Oh. Nein, lass uns im Rennen. Geh weg. Nein, jetzt fehlen wir Position. Rausgedreht. Ja, schön. Ich will den da vorne rammen. Lass mich hier. Lass das. Den kriegt man schon. Aber bei... Doch. Kommt bitte keiner vorbei. Ja, wir kriegen ihn nicht ganz. Ist er mal kurz im Kies und fährt trotzdem schneller aus der Kurve. Spinnt ja wohl. Die sind gerade weit genug weg. Oh. Wow. Ganz schön viel Schwung genommen. Dafür bekomme ich ihn jetzt hier. Na, jetzt kommt hinten ran. Schnell weg. Na, bleib auf dem Dreck. Der macht es uns echt nicht einfach. Jetzt aber erstmal weit hinten. Schon die letzte Runde. Die Bremsen halt kacke von dem. Mist.
Entweder ich werfe mich jetzt rein, dann verliere ich vielleicht noch mehr Plätze, oder ich bleib Fünfter. Okay, ich bleib Fünfter. Wenn überhaupt. Hehe. Sechster, der Andreas ist nicht vor uns gelandet. Vielleicht ist er ganz hinten. Na, 13. Haben wir eigentlich einen neuen Untertitel? Ich schaue euch gleich mal unter die Level-Anzeige. Damage Dealer. Oh, das ist eine richtige Stadtstrecke. Ja, nur noch Asphalt. Da wird die Übersetzung aber ein Hauch zu kurz sein dafür. Aber hier extrem kurz geraten. Ich mache trotzdem... Ups. Ich mache es trotzdem einen Tick länger. Wo stehen wir denn gerade? Oh, 70 Punkte Abstand. Okay, zwei sind ziemlich weit vorne jedes Mal gelandet. Hab mich zu sehr auf den ersten Gewinner gestürzt. Also Foxo und Draging. Ich find's aber, das ist glaube ich die größte Schwachstelle vom Spiel. Ich find's wirklich schade, dass hier Benutzernamen von anderen echten Spielern im Spiel sind. Es wäre viel cooler, wenn man sich wieder... Ja, irgendwie... einen Charaktere binden könnte. Mit Bildchen und Namen. Ich sag nur Flatout 2. Das bekommt Flatout 2 viel besser hin als Flatout 1. Das finde ich hier wirklich sehr schade. Es ist überhaupt keine... In jedem Rennen praktisch, in jedem Event eine andere Bindung zu denen aufbauen musst und überhaupt dir die irgendwie merken musst. Die sonderbaren Namen. Selbst. Ich selbst. Gut, dann starten wir das Ding mal. 14. von 24. Sieht ja nicht schlecht aus. Allerdings kenne ich die Strecke noch null. Das könnte zum Problem werden. Na, aber einfach reinfuchsen. Spontan die Strecke fahren, wie sie so ist. Was ist das? Ich will hier... Aua, aua, aua. Ein cooles Geräusch erleben beim Reinbrettern. Ja, das wollte ich. Was ist das? Ich müsste jetzt mal am besten die letzten beiden Rennen gewinnen. Oh, das ist ein cooles Lied. Keine Ahnung, wie es heißt. Hier gibt es ja nicht wie bei Flatout 2 Anzeigen. Aber das hatten wir auch schon beim Oval, beim ersten Versuch. Schöne Scheiße. Ich fass nochmal. Hat keiner gesehen. Ich hoffe, ich habe bei meinem Hochladtest mit einer Dreiviertelstunde Musik von Wreckfest, wo nur die Musik zu hören war und zwar richtig laut, habe ich... Was ist denn hier los? Alle Titel soweit erwischt, die es im Spiel gibt. Wobei, ich habe schon gesehen, es gibt Wreckfest OST-Videos, also offizieller Soundtrack, und zwar der ganze von über 2 Stunden. Aber bisher hatte ich noch keinen bösen Treffer, ob es überhaupt so eine böse Musik gibt. Das ist eine andere Frage, seitdem das mit der GEMA ja etwas entspannter läuft mit YouTube, gibt es halt maximal hier, ich habe einen Anspruch auf den Video, weil habe Rechte und dann will ich auch monetarisieren. Ja, das ist bei bisher jeder dritte Folge der Fall. Das ist zwar nicht schön, wenn andere hier irgendwie Werbung abknapsen und ihr vielleicht Werbung zu sehen bekommt. Deswegen kann ich euch nur den Adblocker empfehlen. Aber das ist immer noch besser als ein Video wird gesperrt, weil Musik enthalten ist. Und zwar weltweit gesperrt. Mann, was ist denn das jetzt? Ich bin viel zu weit hinten. Das liegt gar nicht daran, dass ich jetzt hier großes Quatschen gekommen bin. Die Gegner sind halt scheiße. Ich würde sagen, wir fahren das Event jetzt einfach mal durch und dann werde ich einfach mal diesen Rammer hier etwas auf Vordermann bringen. Kommt die Strecke auch irgendwie bekannt vor? Ich frage mich bloß gerade, woher ich sie irgendwie kennen könnte. Ziemlich lange Runde, dafür aber bloß 2 Runden. Oh. Alles klar. Ah,
Also das Layout dieser Strecke hier erinnert mich irgend an eine andere Strecke. Ich habe bloß gerade keinen Schimmer an welcher. Die machen das auch. So nicht. Die machen den gleichen Mist wie ich in der letzten Runde da vorne bei der Schikane. Ich hätte gern den roten hier vor uns, diesen Wagen da, der gefällt mir sehr. Weg. Jetzt kommt erst die Rechtskurve, okay. Ich passe leider zu weit außen an. Und durch. Vor allem durch. Er wollte uns rammen. Hat er sich verzettelt. Ich mich etwas reinwerfen. Schön, dass wir uns da nicht irgendwie verhaken und jetzt auf der 7 sind. Noch. Danke fürs Anschieben. Scharfe Linkskurve, praktisch 90 Grad Kurve, reinlehnen. Gleich Rechtskurve 90 Grad, fahr weg davon. Unfreiwillig gedreht, weil Hilfe vom Hintermann bekommen. Nächste 90 Grad Kurve, zu eng, macht dazu der Vordermann. Finger weg. Jetzt muss ich weiter außen sein für die nächste Rechtskurve. Ja, mit einer ganz kurzen Übersetzung würde ich hier etwas verhungern. Und auch hier bei Start bei der langen Vollgasfahrt hier hinten. Jetzt fahren wir wieder zu sehr zurück. Ich muss den Wagen upgraden. Schicken wir ihn rein. Das ist alles Vollgas. Mit der kurzen Besetzung wären wir jetzt schon längst am Limit. Ah, Mist, weit in. Zum Glück war da außen jemand, der uns etwas in der Kurve gehalten hat. So, letzter Gang. 150 Sachen haben wir drauf. Jetzt habe ich leider niemanden mehr, in den ich mich hier reinwerfen kann. Die Stoßstänge hängt bei ihm aber schief. Sehr präzise die Kurve genommen. Jetzt kommt der hinten aber an, ey. Die kurzen Eckenmarker, da kommt er besser raus mit einem leichteren Wagen. Der Wagen sieht nämlich bedeutend einfacher, leichter aus. Jetzt darf ich ihm innen nicht die Lücke bieten. Okay, er bleibt hinten. Was macht ihr denn, Mist? Ich habe nicht drauf geachtet, ansonsten wären wir jetzt vielleicht vorbeigefahren. Ein Platz gewonnen, einen verloren, wir hätten zwei gewinnen können. Schade. Gut, aber wie gesagt, ich fahre jetzt die Rennen alle mal halbwegs gut zu Ende und dann werden wir diesen Wagen hier einfach mal etwas aufhübschen unter der Haube. Ist vielleicht viel zu viel Schwung. Oh, schönes Geräusch. Platz 7 also. Immerhin im ersten Drittel. Der Andreas ist wieder vor uns, aber keiner der Führenden ist vor uns. Einer ist 13. und der andere, der ist irgendwas mit Raging, ne? Hä, wo ist der denn? Achso, das sind ja 24. Der ist 18. 1020 Credits. Dann gucke ich gleich mal nach. Wie viel da sind wir im Klassement? Siegchance haben wir bestimmt nicht mehr, aber wir stehen, ich schätze mal, unter den besten 5. Das Bild schon wieder, aber diesmal eine ganz andere Variante. Okay. Na, 7. Der FSBZ, der ist auch nicht verkehrt. Den könnten wir unter Umständen noch einbekommen, aber es sind viel zu viele andere vor uns, die wir auch irgendwie übertrumpfen müssten. Und der ist einfach viel zu weit weg. 18.000 Credits, ich kann den Wagen jetzt schon mal verbessern. Dann können wir uns in dem letzten Rennen hier nochmal etwas einfahren. Also, schon drin, gesperrt. 183 B-Klasse, kostet nicht viel, nur 375 Credits. Sportluftfilter rein damit. Ist ja extrem billig, das Zeug.
2 PS mehr. Beschleunigung 5, 6. Ist ja wirklich alles billig. 5, 8 Ansaugstutzen. 3, 7, 5. Für Sportzündung 5, 9. Damit haben wir jetzt 192. Wieder da 175. 195, 6, 0. 5 PS mehr. 4 PS mehr. 1%, 197, auch 375. Kostet echt gar nichts, das ist überraschend. Ein Billigwagen, wenn man so möchte. 750, ist ja echt teuer. Die Nockenwelle. Rein damit. Aber viel mehr geht zumindest jetzt nicht mehr in den Wagen rein. 205 haben wir damit. Jetzt sind wir bei 6,3. Gut, dann schauen wir mal, wie das geht. Echt nicht viel investiert und... Also an Credits haben wir dafür einiges mitgenommen, an Leistung. Hätte ich vielleicht sofort mal machen sollen, als ich den Wagen bekommen habe. Habe aber auch schon lange nicht mehr auf meine Credits geschaut. Also, komplett asphaltiert wieder. Und Übersetzung wird ein Hauch zu lang sein auf der Strecke. Dann schauen wir mal, was jetzt mit diesem schönen Wägelchen geht. Vielleicht starten wir auch von recht weit vorne. Dann könnten wir vielleicht sogar gewinnen. Spaßfahrzeuge und reale Strecken aus dem Steam Workshop. Vorne stehen kleine Fahrzeuge, dann kommt ein Pickup, dann kommt so ein schöner gelber. Das ist ein toller Wagen. Schaut schick aus. Der rote da auch, die 84. Oh, der sieht auch schön aus, schwarz-rot-weiß. Ja, Wagen fühlt sich schon bedeutend besser an. Rechtskurve. Nein, nicht so wirklich. Ja, der Wagen hat bedeutend mehr Pfiff. Wir nehmen ihn auch noch mit. Das ist mehr als nur ein Blechschaden. Oh, der Wald hier, das erinnert mich gerade etwas an den alten Hockenheimring. Wir fahren zwar nicht in den Wald, dann ist es doch eher der neue Hockenheimring, aber... Die Strecke ist auch wieder sehr schön. Wiese und Kies. Genial. Drei Runden, wir sind 14 und der Wagen hat richtig Sause. Und wir haben... nicht mehr Schwung, Getriebe am Ende. Der Motor kann nicht höher drehen. Okay, Übersetzung etwas zu kurz. Weiß ich fürs nächste Mal Bescheid, die nehme ich nicht mit, die Kameraden. Hier kann ich mich leider nicht reinwerfen, das trägt uns nach außen, scheiße. Man verliert hier im Dreck kaum Geschwindigkeit. Wow. Ist ja krass, hier draußen hast du ja extrem viel Grip für... Das, was du da siehst, nämlich Wiese und Kies. So wild sollte man dennoch nicht fahren. Aber gut, das ganze Event schaffen wir eh nicht mehr, dann können wir uns jetzt mal ein klein wenig austoben. Selbst hier kommen wir an die Grenze. Und der Wagen kann jetzt auch bei den anderen Strecken etwas mehr... auf Höchstgeschwindigkeit kommen, etwas schneller. Und er kann auch weitergehen, deswegen muss ich da auch anpassen. Ja, jetzt verhungern wir hier. Nicht gut. Oh nein. Da müsste man eigentlich eine böse Bodenwelle hinpacken, bis man komplett den Halt vom Asphalt verliert. Oh, das war kacke. Viel zu viel gebremst, mehr reinwerfen. Hallo. Hat einer angeschoben. Ah, was mache ich gerade? Wow, knapp vorbei. Wie hügelig das Kies hier aussieht. Ja, so fährt sich's auch. Dankeschön. Er hat sich bestimmt gefreut über den kleinen Schlenker. Ja, jetzt freut er sich hier, er kommt damit auch noch gut durch. Scheiße. Au, au, au. Wow.
Nun gut, dann gehen wir gleich nochmal das ganze Ding von vorne an. Und ich muss hier auf jeden Fall mehr auf der Geraden gehen können. War das nicht schon startziert? Nee, kommt jetzt erst, oder? Hä? Ich dachte, jetzt wäre das schon die Endgerade gewesen. Oder war das noch die vorletzte Runde? Hä? Da? Kommt hier jetzt? Okay, hier kommt statt hier. Andreas gewinnt wieder. Geh weg. Mann. Ein paar Credits müssen wir noch mitnehmen. Jetzt quietscht der Wagen auch noch. So. Vorfahrt nicht geraubt. Nein. Du bleibst hinten. Wie viele Credits sind das? Na, 400. Kleinvieh macht auch Mist. Und damit probieren wir es einfach nochmal in der nächsten Folge, und zwar das ganze Event, und wir haben Endposition 7. Geht auf jeden Fall besser. Und bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss.